Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse. Kapitel 162 Sein schönstes Geschenk. Den Tag nach dem Ausflug in die Winkelgasse nutzte Hermine, um sich noch einige Dinge aus den Akten des Ministeriums zu notieren. Sie durfte keine magischen Kopien der Schriften und Berichte anfertigen, das hatte sie mit einer Unterschrift versichern müssen. Und daher war sie sehr glücklich über das Schreibfederset, das Severus ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Sie brauchte die Stellen, die sie interessierten, nur laut zu lesen und ihre Feder schrieb brav in ihrer eigenen Handschrift mit. Mit Besuch hatte sie heute nicht gerechnet und sie konnte, nachdem es bei ihr geklopft hatte, nicht einmal ahnen, wer vor ihrer Tür stehen würde. Hermine! Grüßte Valentinus mit einem Lächeln, welches sie womöglich zu blenden vermochte, wären seine Zähne nur noch wenige Nuancen heller. Oh! Damit ihr Gruß nicht auf diesen Ausdruck der Verwunderung beschränkt blieb, fügte sie noch hinzu. Was für eine Überraschung! Ein schneller Blick auf seine Erscheinung ließ sie schon etwas ahnen, denn unter dem Arm hatte er eine Mappe geklemmt. Sie wissen sicherlich noch, begann er freundlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, das Knieselbuch zu lesen, welches ich verfasst habe. Ich denke nicht, dass Sie etwas finden, das Sie beanstanden würden, aber Ihre Meinung schätze ich sehr. Valentinus blickte an ihr vorbei ins Wohnzimmer und ein seliger Gesichtsausdruck schlug sich bei ihm nieder, als er Fellini am Boden kauern sah, der gerade an dem Schnürsenkel von Hermines Muggelschuhen spielte. Versprechen dieser Art hatte sie noch nie zurückgenommen, auch wenn sie gerade jetzt bereute, ihm dieses Angebot unterbreitet zu haben. Eigentlich hatte sie das nur getan, um Severus vor Augen zu halten, dass man sich gegenseitig unterstützen sollte, sofern man dazu in der Lage war. »Ich werde gleich heute noch anfangen, Valentinus«, versicherte sie ihm. »Darf ich kurz hineinkommen?« Über seine Frage etwas irritiert, stimmte sie unüberlegt zu und öffnete die Tür noch etwas weiter, woraufhin er elegant ins Wohnzimmer stolzierte. Die Mappe legte er auf dem Tisch ab. »Ihr Kniesel ist ganz prächtig gewachsen.« Sich niederkniend nahm er mit einer Hand den Halbkniesel hoch und drückte ihn an seine Brust, während seine andere Hand das Fell kraulte. »Bei dem langen Fell wird man eines Tages die weißen Pfötchen gar nicht mehr sehen können«, behauptete Valentinus und betrachtete dabei das wenige Weiß. Nur auf das Äußere zu achten, widerstrebte Hermine, so dass sie sagte, »Die Farbe oder die Musterung eines Tieres ist mir nicht wichtig. Kumbein sah, wenn ich meinen damaligen Freund mal zitieren darf, aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen. Er hätte nie einen Wettbewerb gewinnen können.« »Oh, besuchen Sie ab und an etwa auch eine Knieselshow?« Ganz offensichtlich hatte Valentinus überhaupt nicht begriffen, was sie damit ausgesagt hatte. Natürlich würde sie keine Knieselshows besuchen, weil die Schönheit ihres Erachtens unwichtig war. Nun verstand sie aber auch, warum Severus ihn so gern auf den Arm nahm. Valentinus war so oberflächlich und unaufmerksam, dass er ein gefundenes Fressen für Menschen darstellte, die an ihm ihre Wortgewandtheit ausprobieren wollten. Es könnte durchaus Spaß machen, dachte sich Hermine, eine versteckte Anmerkung zu machen, um zu sehen, ob Valentinus sie auch so verstehen würde, wie sie gemeint war. Sie verkniff es sich, zweideutig zu werden oder ihn zu veralbern. »Ich mag Knieselshows nicht. Ich finde, solche Wettbewerbe haben viel zu wenig Substanz«, antwortete sie anstelle einer sarkastischen Gemeinheit. »Schade, ich mag solche Shows.
Es gibt da einige Prachtexemplare auf der Welt. Mit meinem Tierchen habe ich auch ab und an einen Preis gewonnen. Aber darüber werden Sie ja noch lesen, wenn Sie mein Buch erst einmal begonnen haben. Nur einen kurzen Moment, fragte sich Hermine, ob Valentinus sich alte Zeitschriften der Hexenwoche zum Vorbild nahm, um das breite Lächeln zu üben, so dass man immer wieder an Lockhart denken musste. Unaufgefordert setzte sich ihr Gast auf die Couch. Die Gelegenheit nutzte Fellini, von seinem Schoß zu springen und sich vor den aufdringlichen Händen in Sicherheit zu bringen. »Nehmen Sie doch Platz«, sagte er freundlich, während er mit der flachen Hand über das Polster neben sich strich. Nur widerwillig kam sie seiner Bitte nach, setzte sich jedoch nicht direkt neben ihn. »Wegen des Buches«, er griff nach dem Manuskript und rutschte gleich darauf näher an Hermine heran. »Ich würde mich natürlich gerne zu einer kleinen Widmung hinreißen lassen, wo Sie mir doch so willig Ihre Hilfe angeboten haben«, schmeichelte er. Aus seinem Munde mochte Hermine das Wort »willig« überhaupt nicht. Entweder war es Absicht gewesen oder Valentinus hatte nur nicht auf seinen Tonfall geachtet, denn der schien sehr anzüglich. »Das ist nicht notwendig, Valentinus. Ich mach das auch so. Mit wie vielen Seiten habe ich zu rechnen?« »Es sind etwas über 170«, erwiderte er, woraufhin sie erleichtert ausatmete, was er nicht zu bemerken schien. Zum Glück, dachte Hermine, war sein Werk nicht sehr umfangreich. Er drückte ihr das Manuskript in die Hand und diesmal war Hermine sich sicher, dass es Absicht gewesen sein musste, als seine Finger die ihren berührten, denn er hatte diese Gelegenheit genutzt, sie auf unerwünscht zärtliche Weise zu streicheln. Seine Frechheit ignorierte sie in der Hoffnung, dass ihr Desinteresse damit deutlich zum Ausdruck gebracht werden würde, doch Valentinus schien zu glauben, sie wäre so beschränkt wie er selbst und hätte seine Annäherung nur nicht verstanden. Es war erst ein Arm, der sich genau hinter ihr auf der Rückenlehne niederließ, bevor seine Finger die Dreistigkeit besaßen, ihr am Haar zu spielen. »Ich denke, Sie sollten jetzt gehen.« Sie beugte sich nach vorn, um sein Manuskript auf dem Tisch abzulegen, aber auch, um seinen Fingern zu entfliehen. Sie lehnte sich nicht wieder an und blickte ihm auch nicht in die Augen, als sie sagte, »Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich mit dem Buch...« »Hermine!« Sie erschrak, als er seinen Arm um ihre Schultern legte und gerade wollte sie aufstehen, da spürte er eine Hand auf ihrer Wange, die Druck ausübte und ihren Kopf drehte. Wenige Sekunden später waren fremde Lippen auf den ihren. Nach einer Schocksekunde stieß sie ihn in Windeseile von sich, stand auf und zog ihren Zauberstab, den sie mit steif ausgestrecktem Arm auf ihn richtete. Mit vor Wut funkelnden Augen zischte sie böse. »Gehen Sie!« Wegen seiner Unverfrorenheit hatte er sich nicht nur um ihre Gesellschaft gebracht, sondern auch noch um etwas anderes. »Und nehmen Sie Ihr blödes Buch mit!« »Aber...« »Raus!« »Hermine, wir sind doch erwachsene Menschen und können sicherlich darüber reden, nicht wahr?« säuselte er zuversichtlich und erschien nicht zu bemerken, dass er damit ihren Zorn nur noch schürte. Mit bebender Stimme drohte sie leise und langsam sprechend. »Sie gehen auf der Stelle und wagen es nicht noch einmal, meine Aufforderung zu überhören.« »Gut«, sagte er kindlich eingeschnappt, bevor er sich erhob und seine Mappe nahm. »Ich dachte nur...« Er ging bereits zur Tür, um zu zeigen, dass er ihrer Aufforderung zum Gehen durchaus nachkam, doch er konnte es nicht lassen, ihr vor Augen zu halten. »Ich bin einsam, Sie sind einsam. Ich dachte, wir beide könnten...« »Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich mich ausgerechnet mit Ihnen einlassen müsste. Und jetzt verschwinden Sie, bevor Madame Pomfrey bei dem Versuch, dem Eiterbeulenfluch Herr zu werden, an ihre Grenzen stößt.« Mit der Hand schon an der Türklinke verweilend blieb Valentinus stehen und schaute verdutzt rein, bevor er fragte,
Was für ein Eiterbeulenfluch. Keine 10 Minuten später wurde Poppy dabei gestört, ihre Liste mit noch benötigten Tränken zu vollenden, denn Professor Svelte stürzte lärmend herein. Madame Pomfrey fragte, wie das um Himmels Willen passiert sei, während sie ihr Gesicht verzog. Weil gerade eine der großen Beulen in seinem hübschen Gesicht aufplatzte und gelber Eiter an seiner Wange herunterlief. Er antwortete nicht auf Poppys Fragen, wie das geschehen sei oder wer es gewesen war. Man würde weitere Fragen stellen, wusste Valentinus, denn Hermine war eine beliebte Kollegin, die für ihren besonnenen Charakter bekannt war. Jeder würde den Grund erfahren wollen, warum gerade sie so in Rage geraten war und zu so einem Fluch gegriffen hatte. Daher hielt er den Mund und hoffte einfach nur auf eine schnelle Genesung. Ihre Besonnenheit hatte Hermine zwischenzeitlich wiedererlangt, auch wenn noch immer ihre Hände zitterten und sie sich ausmalte, mit welcher Strafe sie wohl zu rechnen hätte, weil sie einen Lehrer verhext hatte. Wenn er auch nicht ihr Lehrer war. Der befürchtete Besuch von Albus blieb jedoch aus. Nicht einmal Harry oder Severus suchten sie auf, was sie glauben ließ, dass bis auf Poppy niemand anderes von Sveltes Schicksal erfahren hatte. Am frühen Nachmittag erschienen bereits die Posteulen des Ministeriums, die nicht verschwinden würden, ohne die geforderten Akten entgegengenommen zu haben. Das wäre erledigt. Am Tag darauf erwachte Hermine mit dem Gedanken, dass heute Severus Geburtstag war, was sie beschwingt aufstehen ließ. An den gestrigen Vorfall mit Valentinus hatte sie gar nicht erst denken wollen. Die wenigen Kollegen am Frühstückstisch gratulierten Severus nicht, was daran liegen mochte, dass jeder wusste, wie grantig er reagieren könnte, doch Hermine hatte vor dem Frühstück gesehen, wie Poppy den Tränkemeister abgefangen hatte, um ihm sehr wahrscheinlich persönlich unter 4 Augen ihre Glückwünsche auszusprechen. Vielleicht benötigte sie aber auch nur professionelle Hilfe wegen des von Ginny entwickelten Eiterbeulenfluchs. Alle anderen nahmen Rücksicht darauf, Severus nicht mit öffentlich bekundeten Gratulationen in eine unangenehme Lage zu bringen. Denn er mochte es nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Während des Frühstücks kam Hermine der Gedanke, dass Severus vielleicht glauben würde, sein Geburtstag könnte ihn zu menschlich machen, und weil sie mit ihren Gedanken bei seinem Geburtstag war und sich vorstellte, wie sie ihm nachher die Geschenke überreichte, bemerkte sie gar nicht, wie Albus ihr einen nachdenklichen Blick zuwarf. Das Grabhornpulver, das Fläschchen Akromantula-Gift, Mörser und Stößel und auch der patentierte Tagtraumzauber der Zwillinge waren bereits als Geschenk verpackt. Kurzfristig hatte Hermine noch eine andere Idee gehabt, die leicht zu verwirklichen war und auch nur einen symbolischen Wert hatte. Diese beiden Gegenstände verpackte sie nicht. Sie überlegte einen Moment, ob sie eine Flasche Whisky aus ihrem Schrank mitnehmen sollte, entschied sich jedoch dagegen, denn in Severus' Augen wäre es bestimmt kein guter Tropfen. Als sie alles beisammen hatte, machte sie sich abends auf den Weg in die Kerker. In seinen privaten Gemächern angekommen, ließ sie sich von Salazar öffnen. Severus stand gerade an der Tür neben dem Bücherregal, als er sie erblickte. Sie sind es. Ich hatte Das Wort wollte seinen Mund nicht verlassen, sodass sie ihn flink unterbrach. Sie hatten gehofft, dass ich kommen würde. Sie grinste keck, woraufhin er einmal tief durchatmete. Ja, ganz genau, sagte er stöhnend. Treten Sie doch ein, nehmen Sie Platz, fühlen Sie sich ganz wie in Ihren eigenen 4 Wänden. Er erlaubte sich ein halbseitiges, fieses Grinsen. Also, wie immer. Ihre Tasche beäugend, fragte er spöttisch. Was tragen Sie mit sich rum? Ihren Hausrat? Nein, das sind Geschenke. Ich weiß nämlich zufällig, dass heute für Sie ein ganz besonderer Tag ist. Der heutige Tag, widersprach er, ist wie jeder andere auch. Oh, das sehe ich aber ganz anders, winkte sie ab.
Kommen Sie, Severus, setzen Sie sich. Er kam ihrer Aufforderung noch nicht nach. Sagen Sie mir bitte, dass Sie keinen Whisky mitgebracht haben. Er versuchte, einen Blick in ihre Tasche zu erhaschen. Nein, habe ich nicht. Die Auswahl der Getränke für heute Abend überlasse ich ganz Ihnen. Dann ein Elfenwein? Ihre Antwort wartete er erst gar nicht ab, denn er schenkte bereits zwei Gläser ein, wovon er ihr eines reichte, bevor er sich in einem geziemenden Abstand neben sie setzte. Er hob bereits ein Weinglas, da stoppte sie ihn mit einer Geste ihrer Hand, hob das eigene Glas und sagte: Auf Ihr Wohl, Severus! Alles Gute zum... Sein Glas an das ihre führend, unterbrach ein lautes, klirrendes Geräusch ihre Glückwünsche, bevor er sich einen Schluck genehmigte. Ich war doch noch gar nicht fertig, schmollte sie. Es sind sowieso immer die gleichen Worte, die man Jahr für Jahr aufs Neue hören muss. Finden Sie nicht? Sie spitzte die Lippen, bevor sie log und schäkerte. Nein, ich hatte mir ein paar sehr originelle Worte zurechtgelegt, in deren Genuss Sie nun leider nicht mehr kommen werden, denn angestoßen haben wir ja bereits. Auch sie nahm einen Schluck des süßen Weines, bevor sie das Glas auf den Tisch stellte und tief Luft holte. Kaum hatte sie vorhin seine Räume betreten, war sie von der anheimelnden Atmosphäre ganz angetan. Während sie sich gestern nicht einmal an ihrem eigenen Zimmer hatte wohlfühlen können, Severus war still, nippte dann und wann an seinem Wein. Als er gezwungen seine Beine unter den Tisch ausstreckte, da bemerkte sie, dass er keine Schuhe trug, nur Socken, was ihr ein Lächeln entlockte. Seine Stimme, auch wenn sie leiser war, erschrak sie ein wenig, als er amüsiert sagte: Poppy hat heute vor dem Frühstück das Gespräch mit mir gesucht. Es scheint... Er blickte mit Schadenfreude in den Augen zu Hermine hinüber. Dass Professor Svelte gestern wohl den Zorn von jemandem auf sich gezogen haben muss. Hermine sagte kein Wort, denn sie konnte sich nicht vorstellen, dass Valentinus den Mut gefunden haben sollte, Poppy die Wahrheit zu sagen. Und noch viel weniger war es vorstellbar, dass Poppy solche vertraulichen Informationen ausposaunen würde. Sie hat mich gefragt, ob ich womöglich den Gegenfluch kenne. Ich wurde das Gefühl nicht los, sie hielt mich für den Übeltäter. Er schien amüsiert darüber, dass man ihm so eine Tat zutraute, weil jeder zu wissen schien, was er von diesem Kollegen hielt. Mein Glück, dass ich für den Tatzeitpunkt ein Alibi in Form von Lupin habe, auf den ich nach dem Spazierengehen mit dem Hund getroffen war und der sich erdreistete, mir ein langes Gespräch über mein Haustier aufzuhalsen. Es schwang so viel Wonne in seiner Stimme mit, dass seine herablassenden Worte über Remus an Ernst verloren hatten. Und? Hermine räusperte sich. Was ist mit Professor Svelte geschehen? Poppy hat mich darum gebeten, Stillschweigen zu bewahren. Verständnisvoll schaute Hermine zu Boden, doch dann fuhr er plötzlich fort. Also müssen Sie gut zuhören, denn ich werde es nur einmal sagen. Gegen das tückische Grinsen auf ihrem Gesicht konnte sie nichts unternehmen und sie lauschte ihm. Professor Svelte ist am ganzen Körper mit Eiterbeulen übersät. Er verzog angewidert das Gesicht, weswegen sie auflachte. Ich bin mir sicher. Er zog eine Augenbraue in die Höhe. Dass er Miss Weasley auf dem falschen Fuß erwischt haben muss. Denn von Harry weiß ich, dass sie ein außergewöhnliches Talent für das Entwickeln von derben Flüchen dieser Art haben soll. Nichts konnte Hermine mehr halten und sie lachte einfach drauf los, was er belustigt beobachtete. Nachdem sie sich etwas beruhigt hatte, sagte er plötzlich sehr ernst: So sehr ich Miss Weasleys Drang, Svelte verhexen zu wollen, auch nachvollziehen kann. Er schüttelte mitleidig den Kopf. Sie muss mit einem Verweis rechnen. Schlagartig war Hermine nicht mehr zu lachen zumute. Aber wenn sie es nicht gewesen sein sollte? Hermine, es liegt doch auf der Hand.
Miss Weasley ist die Einzige, die für solche Flüche bekannt ist. Aber... Ihre Stimme versagte. Das Wort Zwickmühle wiederholte sie ständig in ihrem Kopf. Weiß denn Albus davon? Verneinend, sagte Severus. Poppy verriet mir, dass Svelte peinlich berührt gewesen sein soll. Es ist gut möglich, denn so habe ich ihn von Anfang an eingeschätzt, dass er Miss Weasley gegenüber anzüglich geworden sein könnte, womit er sich selbst in eine missliche Lage bringen würde, sollte er genaueres schildern. Erleichtert atmete Hermine aus, obwohl sie nicht einmal bemerkt hatte, dass sie die Luft angehalten hatte. Trotzdem wird Poppy es melden müssen. Solche Späßchen haben an einer Schule nichts verloren. Aber wenn sie es doch gar nicht war, sagte Hermine viel zu verteidigend, weswegen er hellhörig wurde. Haben Sie vielleicht etwas zu dem Vorfall zu sagen? Wollte er wissen. In seinem Gesicht schlug sich plötzlich Ernüchterung nieder, dann erneut Schadenfreude. Hermine, Sie haben doch nicht etwa? Er hat es verdient. Das sollte genügen, dachte sie zumindest. Ah, Streit unter Liebenden, stichelte er, woraufhin sie ihn erbost anblickte und sich in entsprechendem Tonfall dazu äußerte. Ich empfinde in dieser Richtung so gar nichts für diesen... Sie zensierte sich selbst. Und wenn er so empfinden sollte, dann hat er wirklich eine ganz eigenwillige Art, sich auszudrücken. Was hat er getan? Fragte er neugierig. Bockig entgegnete sie. Warum wollen Sie das wissen? Vielleicht, damit ich weiß, wo ich die Grenzen im Umgang mit Ihnen ziehen sollte, um nicht einmal in die gleiche Lage zu kommen wie er. Sie durchdachte den gestrigen Tag und ersetzte in Gedanken Svelte durch Severus, was ihr vor Augen hielt, dass ihr Professor so etwas nie tun würde. Es ist doch egal, was er getan hat, murmelte sie, um die Sache einfach nur zu vergessen. Bei Severus hingegen läuteten aufgrund dieser Aussage die Alarmglocken. Hat er sie etwa unsittlich berührt? Fragte er aufgebracht. Sie war wegen seiner Sorge sprachlos und auch gerührt. Hat er? Fragte er fordernd nach. Naja, er hat mich gegen meinen Willen... Das genügt mir schon, sagte er, bevor er von der Couch sprang und mit einem Male fühlte sie sich unwohl in ihrer Haut. Wo wollen Sie denn hin, Severus? Zum Direktor. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Unfähige... Er suchte verzweifelt nach einem abwertenden Synonym für Lehrer, doch Pauker war noch viel zu harmlos. Ich werde dafür sorgen, dass er noch heute von der Schule geworfen wird. Warten Sie! Worauf? Es ist schlimm genug, dass Menschen wie er glauben, man würde ihn alles durchgehen lassen, nur weil sie mit einem gepflegten Äußeren auftreten und mit fragwürdigen Schmeicheleien um sich werfen. Aber es geht definitiv zu weit, sich auf ungehörige Art und Weise einer Frau zu nähern, der ich mich vertraglich dazu verpflichtet habe, mich um ihr Wohl zu kümmern. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.